Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Panel Verkannter Osten, ostdeutsche Realitäten und Diskurse in den Medien. Das ist so eine einfache Überschrift, aber was steckt da drin? Das Wort Osten, das Wort ostdeutsche Realitäten und Diskurse in den Medien. Das ist eine Überschrift und es ist besser, wenn wir uns mit den Menschen beschäftigen, die unter dieser Überschrift sitzen. Und deswegen begrüße ich ganz herzlich die Intendantin des Mitteldeutschen Rundfunks, Frau Professor Dr. Carola Wille. Schön, dass Sie da sind. Sie waren schon die ganze Zeit da, aber schön, dass Sie hier oben sitzen. Ich begrüße recht herzlich Jana Henzel, Autorin, schreibt tolle Bücher und arbeitet für Zeit Online und die Zeit im Osten. Und ich begrüße recht herzlich Robert Schneider, den Chefredakteur von Focus Magazin, vielen auch bekannt als ehemaliger Chefredakteur der Super Elo, also in zwei sehr verschiedenen Gefäßen unterwegs. Und es ist sehr schön, dass auch Sie sich heute hier auf die Medientage Mitteldeutschlands bewegt haben. Das ist für mich auch vielleicht die erste Frage. Wir sind auf den Medientagen Mitteldeutschland und reden über den Osten in Leipzig, in einer Stadt, in der vor 30 Jahren die Menschen auf die Straße gegangen sind, um mit der friedlichen Revolution eine Diktatur zu Fall zu bringen. Und jetzt sitzen wir hier und reden in Mitteldeutschland über den Osten. Jana Henzel, ist das hier Osten für Sie? Warum sollte das hier nicht Osten sein? Ja, also natürlich ist Leipzig Ostdeutschland. Sagen Sie mal genauer, was Sie wissen wollen. Ich würde gerne wissen wollen, ob vor 30 Jahren ein Land untergegangen ist, aber ein Gefühl geblieben ist. Und ob das Osten eine Himmelsrichtung ist oder eben ein Gefühl oder eben tatsächlich auch eine faktisch begründbare Aussage. Also Ostdeutschland ist ein ganz eigener Sozialisationsraum. Der ist tatsächlich vor 30 Jahren entstanden. Die DDR ist ein ganz anderer Sozialisationsraum. Es hat Erfahrungen, Prägungen, Einstellungen und Werte gegeben, die sozusagen mitgebracht worden sind. Aber vor allem in den 90er Jahren hat sich die ostdeutsche Realität durch den ökonomischen Zusammenbruch, durch einen umfassenden politischen und kulturellen und medialen Wertewandel und natürlich durch ein völlig neues soziales Gefüge, 80% der Ostdeutschen haben in den 90er Jahren ihren Job verloren. Da ist eine völlig andere Realität entstanden in unglaublich kurzer Zeit und einer unglaublichen Drastik und Radikalität, und deren Auswirkungen spüren wir bis heute. Und deswegen ist Ostdeutschland ein auch heute völlig anders kodierter Raum als Westdeutschland. Nun gibt es viele Menschen zwischen Ostsee und Thüringer Wald, die sich definieren mittlerweile über die Bundesländer. Es gibt soziologische Untersuchungen, den Thüringen-Monitor oder den Sachsen-Monitor. Da sagen die Menschen als erstes, wir identifizieren uns als Sachsen oder als Thüringer. Und trotzdem ist dieses, was Jana Henzel gerade beschrieben hat, eine Art ostdeutsche Identität in den 30 Jahren gewachsen. Frau Professor Wille, wie definieren Sie für sich dieses spezielle Wort und was verbirgt sich in Ihrem Auftrag als Mitteldeutscher Rundfunk auch damit? Also ich bin ganz nah bei Jana Henzel. Es ist eine Region, in der sozusagen ein Transformationsprozess stattgefunden hat, allerdings eben auch in Länderstrukturen. Für mich ist Ostdeutschland natürlich auch, sind fünf neue Bundesländer. Es ist nicht nur die Region hier in Mitteldeutschland, sondern es sind schon fünf neue Bundesländer, die entstanden sind mit einer speziellen, mit einem speziellen Hintergrund DDR-Erfahrung, die damals noch gelebt haben und diese Zeit danach erlebt haben, und natürlich auch, und das ist die Phase, wenn wir auch über die Rolle der Medien sprechen, mit einer ganz speziellen Transformationserfahrung, mit den Brüchen, mit dem, was sozusagen Menschen erfahren haben, erlebt haben, mit persönlichen, mit biografischen Brüchen. Diese Transformationszeit gehört dazu, und deswegen, ich glaube, wir haben eine Gleichzeitigkeit, dass auch fünf Länderstrukturen entstanden sind. Und diese Zeit, dass sozusagen dieser Transformationsprozess in allen diesen fünf Bundesländern gewirkt haben, insofern ist Ostdeutschland natürlich ein Begriff, wo passt, dass dort diese Erfahrungen auch gemeinsam gesammelt wurden und ja, jeder seine eigene Biografie in dieser Zeit hatte. Und wenn Sie mich fragen nach dem Auftrag, unser Auftrag als Mitteldeutscher Rundfunk ist genau dieser Auftrag in dieser Region, als Mitteldeutscher Rundfunk, für diese drei Bundesländer, insofern auch diese Gleichzeitigkeit, natürlich Ostdeutsch, Stimme des Ostens auch ein Stück zu sein, publizistische Stimme des Ostens zu sein und die mediale Versorgung für diese drei
neu entstandenen Bundesländern mit auf unterschiedlichste Weise von Informationen, mit kultureller Berichterstattung, auch mit Unterhaltung in dieser Region präsent zu sein und, wenn Sie so wollen, die Stimme auch der Menschen in dieser Region zu sein. Wenn wir jetzt auch den sächsischen Ministerpräsidenten noch erwarten, der sich entschuldigen lässt und sagt, er kommt ja so in 10 Minuten vielleicht, dann sitzen hier auf dem Podium Ostdeutsche und reden über sich selbst. Ja, Robert Schneider, Chefredakteur des Fokus, arbeitet für ein Magazin, in dem diese ostdeutschen Realitäten vielleicht eher nicht so zum Tagesgeschäft gehören, weil sie ein Magazin repräsentieren, was seine Leserschaft hauptsächlich in Westdeutschland hat. Wie gehen Sie damit um? Das ist völlig richtig, was Sie sagen. Es ist ganz einfach. Wenn es eine Geschichte gibt, dann findet Ostdeutschland auch im Fokus statt, selbstverständlich. Im Fokus der diese Woche am Kiosk ist beispielsweise 4 Seiten über Red Bull Leipzig. Eine Wahnsinnserfolgsgeschichte aus Leipzig und selbstverständlich auch eine Geschichte für Fokus. Jana Hensel, was sind denn Realitäten, die in den Medien gespiegelt werden oder eben nicht gespiegelt werden? Wenn Robert Schneider sagt, wenn es erfolgreiche Geschichten gibt aus Ostdeutschland, dann finden die selbstverständlich bundesweit Beachtung. Aber ist das wirklich so oder findet da nicht eine Problematisierung statt, die in gewisser Weise immer den gleichen Duktus hat? Also es ist lange Zeit so gewesen. Ich glaube, das Jahr 2015 ist hier tatsächlich eine Zäsur durch das Auftauchen von Pegida und dann später den Erfolg der AfD mit nicht einem unwesentlichen Stimmenanteil aus Ostdeutschland. Seit dem Jahr 2015 haben wir im Prinzip zum ersten Mal nach 89 eine kontinuierliche und auch vielstimmige Abbildung der ostdeutschen Realität in den überregionalen Medien, Frau Wille, über die spreche ich jetzt hier. Wenn man sich das anschaut, was bis 2015 passiert ist, dann hat der Osten in den überregionalen Medien leider nur sprunghaft stattgefunden. Es wurde nicht kontinuierlich berichtet. Es wurde, wenn berichtet, eher emotional statt von Sachkenntnis geprägt. Und es wurde aus einer doch, würde ich sagen, ziemlich eindeutigen westdeutschen Perspektive auf den Osten geschaut. Und der Osten erscheint aus einer westdeutschen Perspektive häufig als ein defizitärer Raum, der sozusagen irgendwie im Werden begriffen ist, der noch nicht ganz so ist wie der Westen. Sozusagen als Maßgabe. Das hat lange Zeit die überregionale Berichterstattung des Ostens in den Medien geprägt. Der Osten ist massiv marginalisiert worden. Es hat sehr wenige ostdeutsche Redakteure in überregionalen Medien gegeben, die aus einer dezidiert ostdeutschen Perspektive geschrieben haben, berichtet haben, weil auch das muss man unterscheiden. Also für mich selbst in meiner Arbeit ist es wichtig, nicht nur Geschichten aus Ostdeutschland zu erzählen, sondern eben auch eine ostdeutsche Perspektive anzuwenden. Das heißt, ostdeutsche Erfahrungen in die Mitte zu stellen, nach ganz eigenen Prägungen, Werten und Erfahrungen zu suchen und die abzubilden. 2015 als Zäsur durch den Rechtsruck in Teilen der ostdeutschen Gesellschaft und ich glaube nochmal sozusagen als Zäsur die AfD im Bundestag, damit war sozusagen der Rechtsruck offenkundig geworden und politisch repräsentiert im Bundestag, stellte also gleichsam eine gesamtdeutsche Realität wahr und wurde deswegen dann auch größer besprochen und auch noch ganz kurz, 2015 auch, wir haben sozusagen, ich beobachte seit ein paar Jahren einen wirklich pluralen, vitalen, kontinuierlichen ostdeutschen Diskurs, auch in den überregionalen Medien. Man kann sozusagen von einer Art ostdeutschem Awakening sprechen, den wir parallel vollziehen, beispielsweise zu Migranten, beispielsweise zu feministischen Diskursen. Da sortieren sich die Ostdeutschen ein in eine im Prinzip weitgehend bisher marginalisierte Gruppe und sprechen. Die Gefahr ist dabei immer ein bisschen, dass es eben mit einem Rechtsruck begann. Also dass sozusagen die demokratisch verfasste Gesellschaft durch eine politische Gruppe sozusagen erinnert werden musste, die sich bewusst außerhalb des demokratischen Diskurses aufgestellt hat.
Und das ist auch ein bisschen die Herausforderung, vor der wir stehen. Wir müssen natürlich nicht nur stärker in den Osten schauen, weil die Verwerfungen so immens sind, weil die Herausforderungen so groß sind. Und wir dürfen es aber auch nicht wieder aufhören, wenn sozusagen der Rechtsruck sich hoffentlich wieder kleiner wird. Frau Professor Wille, Andreas Dresen hat mit dem Film Gundermann wirklich abgeräumt, hat viele Preise gewonnen mit einer Erzählung über eine andere Geschichte aus dem Osten. Ist das, und er sagt auch auf den Preisverleihungen häufig, es scheint an der Zeit zu sein, dass man deutlich differenzierter und andere Geschichten aus dem Osten über den Osten erzählt. Wie wirkt sich das im Mitteldeutschen Rundfunk aus? Also ich habe auch darüber nachgedacht, ob Gundermann vor 10 Jahren, der so erfolgreich gewesen wäre, so viel Aufmerksamkeit erhalten hätte. Er hat ja 10 Jahre gebraucht, die ganze Drehbuchentwicklung, bis tatsächlich Häuser bereit waren, den Stoff aufzugreifen und bis man das so entwickelt hatte und dass es ein toller Erfolg ist. Und es gibt ja durchaus Stimmen, die da sagen, also Bürgerinnen und Bürger aus Altbundesländern, die sagen, jetzt verstehe ich irgendwie diese DDR besser. Diese vielschichtige Komplexität zu verstehen, IM, SED-Mitgliedschaft, aber auch ausgetreten und bereut und Vertrauen und all diese Themen, es sind so vielschichtige Themen und ich glaube, es ist eine Zeit, wo man sich diesen Themen auch ganz anders nähert. Also wir haben das, ich glaube bei uns, beim Mitteldeutschen Rundfunk war ein ganz wesentlicher Meilenstein, was auch in die bundesdeutsche Diskussion befördert hat, war der Turm, die fiktionale Geschichte, die wir in diesen ganzen Grautönen, in diesen ganzen Schattierungen, in all das, was tatsächlich zu dieser Wirklichkeit gehört hat. Ich glaube, das war ein wichtiger Punkt. Wir haben die Geschichte von Weißen See erzählt, also mit vielen Facetten, anderen Facetten. Und ich glaube, wir haben eine große Verantwortung, tatsächlich zurückzuschauen in die Zeit und diese Vielschichtigkeit nochmal zu reflektieren und insbesondere auch in die 90er Jahre zu gehen. Und in den 90er Jahren nochmal all diese Dinge, die mit Treuhandgeschichten beispielsweise im Zusammenhang stehen, was das für bestimmte Regionen bedeutet hat, was das für die Menschen bedeutet hat, dass wir diese Geschichten erzählen und dass wir diese einfach den Menschen auch die Möglichkeit geben, sich in diesem Erleben, was auch zu ihrer Transformationserfahrung gehört, tatsächlich zu reflektieren. Und ich finde, dort sind wir sehr gut unterwegs. Wir sind sehr analytisch, was diese Verhältnisse in Ostdeutschland anbelangt. Wir haben wunderbare Dokumentationen. Wer braucht den Osten? Wer finanziert den Osten? All das bringt diese Differenziertheit auch rein. Und ich will einen Satz noch sagen, weil ja häufig auch dieses Gefühl der Benachteiligung ist, auch die Fakten zeigen genau das auf, was jetzt gerade Frau Hensel gesagt hat. Es gibt in der Dokumentation, wer braucht den Osten, gibt es die Untersuchungen für die Zeit von 1990 bis 2017 sogar, mit 170 Millionen Presseartikel, die ausgewertet wurden zum Begriff Ostdeutschland und neue Bundesländer. Einfach in diese riesigen Datenbank eingegeben, Ostdeutschland und neue Bundesländer. Und 3 Haupterkenntnisse. Erste Haupterkenntnis, Ostdeutschland, neues Bundesland, ganz häufig im Konnex mit Problemen. Zweite Haupterkenntnis, am Anfang durchaus Aufschwung, Modernisierung, Wachstum. Und dann Wirtschaft immer mit Problemen. Also dieser Zusammenhang ist ganz deutlich. Und solche Dinge wie kulturelle Entwicklung, kultureller Raum Ostdeutschland, das findet gar nicht statt in dem Kontext. Und das sind, wie gesagt, 170 Millionen Presseartikel. Und das zeigt natürlich, wie medial dieses Bild auch geprägt wurde und genau das, was ja jetzt reflektiert wurde. Und ich finde, es ist höchste Zeit, dass wir korrigieren. Und diese Zäsur, glaube ich, hat verschiedene Ursachen. Wir nehmen sie auch bei uns im öffentlich-rechtlichen System wahr, dass man differenzierter hinschaut. Ich glaube, das war die Zeit, wo wir ganz viel über Vertrauen und Glaubwürdigkeit in den Medien begonnen haben zu diskutieren und reflektiert haben, sind wir tatsächlich so differenziert, so ausgewogen in den unterschiedlichsten Regionen der Bundesrepublik unterwegs. Und ich glaube, da ist viel an Erkenntnis gewachsen und in der Tat, heute ist der Diskurs ein anderer. Wenn Sie heute Tagesschau, Tagesthemen anschauen, dann ist auch viel stärker quantitativ gewachsen, aber auch was die Themenbreite anbelangt, die Vielfalt an Themen, die jetzt mittlerweile auftauchen über die neuen Bundesländer, über Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen,
da hat sich was in den letzten 3 Jahren getan und ich kann nur sagen, es muss noch mehr werden. Robert Schneider, Sie haben als Chefredakteur der Super Illo auch lange Zeit, sagen wir mal so, die ostdeutsche Seele massiert, nicht? Das ist ähnlich wie in den 90er Jahren beim MDR, so viel DDR gab es wahrscheinlich zu DDR-Zeiten nicht mal, an Filmen der DEFA, die man gesehen hat. Also das hat eigentlich etwas damit zu tun gehabt, dass man auf Leserschaften, auf Interesse reagiert hat. Sehen Sie das heute auch so, dass man eigentlich einen journalistischen Auftrag natürlich hat und deshalb auch guckt, wo sind die Probleme und sie auch deutlich anspricht, aber gleichzeitig dann das andere vergisst und deswegen sich so ostdeutsche Themen, die positiv konnotiert sind, vielleicht, so wie Frau Professor Wilde sagt, dann in den Umfragen oder in den Untersuchungen auch nicht so stark deutlich werden? Also das Phänomen Super Illo war vor allen Dingen das, dass sich die Redaktion mit der Gründung des Magazins auf die Fahne geschrieben hat. Wir berichten nicht über die Menschen in Ostdeutschland, sondern mit einem Respekt vor der Lebensleistung insgesamt jedes Einzelnen für die Menschen. Weit vor meiner Zeit hat die Zeitschrift 600.000, 700.000 Exemplare verkauft, war oder ist nach wie vor in Ostdeutschland stärker als, ich glaube, Bildspiegel und Stern zusammen. Fokus können Sie auch noch mit reinnehmen. Wie bitte? Was hat Uli gesagt? Gut. War zu böse, okay. Ja, das holen wir nach. Das Besondere war, dass diese Redaktion, egal ob es um Wirtschaft, Sport oder die Showstars aus der DDR-Zeit ging, die ich übrigens nicht kannte, weil wir hatten bis 89 keinen Fernseher und wir haben immer nur Radio BR3 und NDR2 mit Uwe Bahn und damals noch Carlo von Tiedemann gehört. Diesem ganzen Publikum, diesen Geschichten ist man mit einer Neugier, mit einer Leidenschaft begegnet. Ja? Und das vermisst man eigentlich ganz häufig. Ich glaube, bei den Kollegen, über die Jana Hensel vorhin gesprochen hat, husch, husch, in Osten rein und wieder raus und wenig Neugier, wenig Tiefe und wirkliches Interesse für die Menschen. Und deshalb kommen, glaube ich, auch diese Geschichten zustande, dass es halt diesen negativen Touch gibt in der gesamtdeutschen Wahrnehmung. Jetzt ist es im Fokus genauso, macht sich im Fokus eigentlich etwas deutlich, dass das Publikum und die Leser deutlich stärker im Westen angesprochen werden, weil man weiß, da sitzt die Leserschaft auch und es ostdeutsche Themen oder Themen über aus den 9 Bundesländern oder aus den 5 Bundesländern zwischen Ostsee und Thüringer Wald, sage ich am liebsten, sich da nicht so wiederfinden. Die Zeit rettet sich da über die Zeit im Osten. Und sagt, okay, dann wollen wir es aber nicht ganz beiseite lassen, sondern wir haben dieses Format entwickelt. Und Jana Hensel, Sie schreiben für dieses Format, aber man befindet sich doch, ähnlich wie der MDR ja dann auch, in einem Diskurs untereinander, weil die Zeit im Osten ja zum Beispiel im Westen gar nicht vertrieben wird. Ja, also wir haben bei uns bei der Zeit Regionalseiten, 3 Seiten in der Woche, die haben wir auch für Österreich, die Schweiz, die haben wir auch für Hamburg. Wir haben es dadurch geschafft und ja, es gibt natürlich die Klage der Leser, warum können das die Westdeutschen nicht auch lesen, warum ist das sozusagen nur, warum liegt es nur in Ostdeutschland bei? Ich würde da trotzdem sagen, wir haben bei der Zeit Online eine unglaublich große Infrastruktur. Und das kann ich jetzt sagen, weil ich sehr viele Kollegen habe, die daran mitarbeiten. Ich glaube, wir haben es geschafft, dass wir die, glaube ich, beste überregionale Berichterstattung über Ostdeutschland bei uns haben. Und das hat entscheidend damit zu tun, dass wir hier ein Büro haben von 2 bis 3 Leuten. Wir haben den Deal mit der Redaktion in Hamburg. Die Oststücke gehen als einziger Content aus dem Blatt online ohne und nicht hinter die Bezahlschranke. Das heißt, das ist so ein bisschen der Deal, den wir machen. Und wir sehen, ich arbeite auch für online und auch das tue ich bewusst. Ich arbeite bewusst für online, weil online ein sehr viel demokratischeres Medium ist, weil ich dort mit meinen Themen ähnlich präsent und ähnlich prominent präsent bin wie alle anderen Themen auch. Und wir sehen, diese Themen werden unglaublich nachgefragt. Die Zugriffszahlen für unsere Stücke aus Ostdeutschland liegen im Schnitt sehr, sehr viel sehr hoch. Insofern, ja, natürlich,
Ich glaube aber, wenn wir die drei Seiten sozusagen, aber wir haben unglaublich viel Platz, also drei Seiten im ersten Buch der Zeit, das ist sehr viel Platz, der würde im Zweifelsfall hart umkämpft sein und im Zweifelsfall müssten wir wahrscheinlich doch immer wieder auf Sachen verzichten. Ich kann dort Interviews machen mit ostdeutschen Historikern beispielsweise. Da kriege ich zwei Seiten. Ich habe die Bundeskanzlerin interviewt zu Beginn des Jahres. Für diese zwei Seiten Interviewplatz musste ich unglaublich hart kämpfen, während ich hinten in den Ostdeutschen auf den Ostseiten einen Historiker auf zwei Seiten befragen kann. Und wir haben diesen Platz. Also unter dem Strich ist das, glaube ich, eine Erfolgsgeschichte. Hat Focus das auch, diesen Platz? Nee, leider nicht. Wir haben eher die Regionalbüros geschlossen, leider. Aber ich finde, dass die Zeit das wirklich sehr gut macht und ich finde, Martin Machowitz oder Jana Hensel liest man auch im überregionalen Teil ganz oft. Deshalb Kompliment. Ich finde, dass die Zeit das ganz toll macht. Das zeigt dann auch, dass es, Frau Professor Wille, überregional von Interesse ist. Sie haben es schon angesprochen, im Konzern der ARD ist es auch nicht so leicht, Sie als Stimme des Ostens dann in dem Diskurs müssen, glaube ich, sehr laut singen, um Gehör zu bekommen. Wir sind eins, ist der Slogan der ARD. Wie wird das eingelöst? Und ist es nicht auch nachvollziehbar, dass die anderen ARD-Anstalten, die sich nicht im Osten befinden, dann auch gar nicht so ein großes Interesse haben? Ja. Also ich fange mal an, wir arbeiten dran. Es ist ja schon mal gut, dass wir natürlich das MDR-Fernsehen über Satellitenfernsehen und über die Internetwelt natürlich auch bundesweit wahrgenommen wird als MDR-Programm und wo wir halt auch feststellen, dass viele außerhalb Mitteldeutschlands Interesse haben für das MDR-Fernsehprogramm. Also dass viel geschaut wird und dass wir auch viel Post von Zuschauern bekommen und unser Programm reflektieren. Was wir in der ARD und diese Diskussion haben wir sehr intensiv und auch sehr ernsthaft geführt, eben festgestellt haben, dass die Nachrichtenberichterstattung nicht frei war von den Defiziten, die wir festgestellt haben. Dass sie zu einseitig war, zu ausgewogen, quantitativ viel zu gering und dass wir ernsthafte Diskussionen geführt haben, dass Dinge sich ändern müssen. Und wir können das konkret an den Programmveränderungen feststellen. Ja, es tut sich was. Ich glaube, da spielt sicherlich auch eine Rolle, dass der kommunikative Austausch ein anderer geworden ist, dass man stärker miteinander, dass man auch ein Stück neugieriger geworden ist, dass man auch verstanden hat, wie wichtig es ist, aus diesem Bereich Deutschlands bundesweit in die Nachrichten Themen zu bringen. Und eben nicht nur einseitig unterwegs zu sein, das Bild des Ostens eben differenziert zu kennzeichnen, um auch ein Stück also zu dieser Einheit Deutschlands beizutragen. Und ich glaube, ein Thema ist sicherlich, dass zu wenig ostdeutsche Journalisten in dem, beispielsweise im Tagesschau, Tagesthemen, in den Redaktionen dort arbeiten. Da müssen wir überlegen, wie wir dort es mehr schaffen, dass Kolleginnen und Kollegen, die eben auch mit diesen Erfahrungen, mit diesem Hintergrund und mit dieser Identitätserfahrung und auch mit der Kompetenz ein Stück einzuordnen, bestimmte Dinge und Sichtweisen dort mit einzubringen, darum geht es ja, dass man Sichtweisen einbringt, dass wir das stärken. Also ich glaube, das ist in der Tat ein Thema, dass eben redaktionelle Zusammensetzungen nicht so divers sind, wie wir uns das an der einen oder anderen Stelle wünschen würden. Diese Forderung wird ja öfter mal erhoben, dass man sagt, man bräuchte da eine Quote, man müsste gucken, dass da Menschen mit ostdeutscher Biografie tatsächlich dann da in Verantwortung kommen. Ich habe jetzt zwei Kollegen im ZDF, im Landesstudio in Sachsen-Anhalt und im Landesstudio Sachsen, die beide aus dem Westen kommen und trotzdem den Osten verstanden haben, glaube ich. Und die, glaube ich, mit journalistischem Interesse wirklich daran gehen und dann tatsächlich auch das analytisch feststellen können und erzählen können, was man so vielleicht manchmal auch verpasst. Also ist das so, Jana Hensel nochmal gefragt, dass das mit einer Biografie zu tun hat oder ist es eigentlich eher so, dass manchmal man den Eindruck hat, dass es eher ein Desinteresse ist? Auch Bodo Ramelow als Politiker, der nicht im Osten geboren ist, wird von den Menschen als jemand wahrgenommen, wie einer von uns oder der ostdeutsche Themen anspricht und das ist ja auch ein interessantes Phänomen. Absolut, absolut. Letztlich geht es um Wissensvermittlung. Es geht um Wissensvermittlung, es geht um eine Vielstimmigkeit. Ich war letzte Woche beim NDR gewesen, da haben sich die Führungskräfte des NDR zusammengesetzt und haben auch darüber diskutiert, wie man den Osten mehr abbilden kann. Der NDR ist eine Vier-Länder-Anstalt. Und ich erzähle das deswegen, weil dann meldete sich eine Kollegin und sagte, eigentlich geht es doch um nichts anderes als besseren Journalismus.
Und dann habe ich gesagt, ja, absolut. Es geht um besseren Journalismus. Es geht um die Frage, wie wir diese gesellschaftlich vielschichtige Realität in diesem Land auch medial abbilden. Dass wir uns also verabschieden aus einer irgendwie anonymen, aber doch letztlich sozusagen sehr weißen, sehr westdeutschen, sehr männlichen Perspektive. Es geht um einen pluralen Blick auf die Welt. Und natürlich kann man dieses Wissen sich aneignen. Aber ich glaube, es ist etwas anderes, wenn wir sozusagen auch divers besetzte Redaktionen haben. Und da streite ich für eine Ostquote auch in Solidarität zu den Migranten. Ich glaube, weil wir sozusagen darüber sprechen müssen, wie wir eben die verschiedenen Teile der Gesellschaft stärker auch am öffentlichen beteiligen. Und wenn Sie von Ihren beiden Kollegen erzählen, die jetzt so wunderbar den Osten verstanden haben, weil das höre ich dann oft, ja, aber wir reden ja nicht über der 100%ige Ostquote. Also wenn wir über Ostquoten sprechen, wenn wir sozusagen analog das zur Frauenquote organisieren, dann sind es so Quoten von 30%. Wir müssen auch überlegen, ob wir sozusagen eine Ostquote nur für den ostdeutschen Raum, wo die Ostdeutschen unterrepräsentiert sind, obwohl sie den übergroßen Anteil der Bevölkerung stellen, ob wir über eine gesamtdeutsche Ostquote reden. Aber ich glaube, Ihre beiden Kollegen müssten sich, wenn sie dabei sind, gar nicht um ihren Job Sorgen machen. Meine Kollegin Ferda Attermann vom Spiegel sagt immer auf diese Frage, wer keine Quoten will, soll sie überflüssig machen. Soll sozusagen dafür sorgen, dass Redaktionen divers besetzt sind, dann müssen wir auch nicht über Quoten diskutieren. Robert Schneider, im Fokus wird es sich auch in irgendeiner Form darstellen, ich weiß nicht, ob Sie es darstellen können, wie die Redaktion besetzt ist. Ist das für Sie überhaupt eine relevante Größe? Macht sich das bemerkbar? Oder ja, also sind Sie auch da bei Jana Hensel, dass es im Grunde genommen um einfach guten Journalismus geht, wenn man ostdeutsche Themen abbildet? Absolut, das meinte ich ja auch vorher. Neugierig sein und sich für Menschen interessieren, sich für Geschichten interessieren, denn ohne Menschen keine Nachrichten. Und da spielt Herkunft, glaube ich, eine untergeordnete Rolle. Trotzdem finde ich, jeder, der ein Team hat oder jeder Unternehmer, wenn er schlau ist, stellt er sein Team divers auf, um möglichst viele Strömungen aufzunehmen und vom Migranten über den Ostdeutschen, Frauen, Männer ausgeglichen. Für mich eine ganz eindeutige unternehmerische Entscheidung. Der eine kapiert es, der andere nicht. Okay, jetzt sind wir so beim Thema der Personen. Wollen wir mal zum Thema der Inhalte kommen? Ja? Was ist denn dann, wenn diese Personen da sind und wenn die Redaktionen so divers besetzt sind und Ostdeutsche da stärker auch in Verantwortung sind und Themen bestimmen können? Wenn man sich trotzdem nach Auflagen richten muss, dann müssten ja auch die Kollegen dann Rücksichten darauf nehmen, wie Interessenslagen in Deutschland verankert sind. Und das, finde ich, ist jetzt nochmal so ein Punkt, den ich gerne mit Ihnen besprechen möchte. Ist das nicht so eine gesamtdeutsche Aufgabe, dass die Forderung eigentlich nicht eher ist, der Osten muss sich da mehr mitteilen, sondern das Interesse müsste mehr sein, weil zum Beispiel beim Thema Rechtsextremismus verstellt die Ost-West-Debatte eigentlich das eigentliche Problem, ja, oder die Sicht auf das eigentliche Problem. Wie weit führt dann diese Ostdebatte dann eigentlich an dem Punkt? Ja, gleich. Ich wollte noch fragen, weil Sie sagten, ja, der Fokus muss ja jetzt nicht so viel über den Osten berichten, weil die Zeitung wird ja vornehmlich im Westen verkauft. Wir haben jetzt gerade die Zahlen nochmal gesehen. Also seit 1990 sind 3,6 Millionen Ostdeutsche in die alten Bundesländer gewandert. Wir haben also sozusagen auch sehr viele Ostdeutsche, die inzwischen in den neuen Bundesländern leben, und die haben natürlich sozusagen emotionale weiterhin Verbindungen zu dem Raum, aus dem sie kommen. Und nochmal, Ostdeutschland ist kein exterritorialer Raum, er gehört zu Deutschland hinzu und sollte deswegen sozusagen abgebildet werden. Rechtsextremismus, ja, das sehen wir auch, aber auch da tut sich was. Nach dem Aufkommen von Pegida und der AfD 2015, 2016 haben wir sehr stark medial gesehen, wie der Westen sein ganz eigenes Problem mit Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sozusagen an den Osten delegiert hat, abgeschoben hat, sich sozusagen auch seines eigenen Problems entledigt hat, obwohl wir sozusagen ja in der AfD das ganz besonders gut beobachten können, eine Partei, die in ihren Spitzen nahezu
also sehr stark westdeutsch besetzt ist, große Wählerschaft aus Ostdeutschland hat. Wir müssen gerade die Geschichte des Rechtsextremismus, des Rechtspopulismus eben als eine gesamtdeutsche Erzählung erzählen. Und die Sachen werden aber jetzt gemacht, in denen sozusagen diese Netzwerke sich genau angeschaut werden, indem wir uns sozusagen auf die Strukturen, indem wir genau auf die Strukturen, auch auf die Finanziers und Geldgeber schauen. Auch das würde ich sagen, ist eben eine wichtige Etappe nach 2015. Wir haben uns in den Jahren seither eben auch, wir haben unseren Wissensstand über diese Strukturen massiv erweitert. Da haben die Medien auch wirklich was geschafft, während wir in den ersten Jahren nur sehr emotional und wirklich von Stereotypen geprägt über diese Phänomene berichtet haben, haben wir inzwischen einen breiten Wissensstand und uns erarbeitet. Und der führt im Prinzip dann automatisch dazu, dass wir sehen, es ist ein gesamtdeutsches Phänomen. Vor ein paar Wochen kam eine Studie eben zu diesen Migranten und Ostdeutschen und den Einstellungen der Mehrheitsgesellschaft zu diesen beiden Gruppen. Und wir sehen sozusagen an dieser Studie ganz genau, antimuslimische Einstellungen sind in der westdeutschen Mehrheitsgesellschaft in ihrer Mitte sehr manifest. Sie sind im Osten erstaunlicherweise nur ein bisschen höher, aber sie sind gesamtdeutsch erschreckend hoch. Das heißt, wir haben diese Probleme auch in Westdeutschland. Sie artikulieren sich dort anders. Wie erklärt sich dann dieses Sachsen-Bashing? Ja, Sie haben es schon angesprochen, Sie haben gesagt, es wird delegiert in den Osten, weil es so bequem ist. Frau Professor Wille, was beobachten Sie? Und Sie haben sich intensivst ja mit dieser Problematik auseinandersetzen müssen, auch in der Auseinandersetzung mit Gremien in der Öffentlichkeit und es selber auch wahrgenommen als jemand, der hier in Sachsen und in Leipzig lebt. Was haben Sie für eine Erklärung dafür und wie kann man dem vor allen Dingen begegnen? Es ist sicherlich schwierig, den Begriff Sachsen-Bashing jetzt irgendwie auszuführen, tue ich mich schwer. Also was auf alle Fälle wichtig ist, dass man sich vor Augen hält, dass die Kategorien Ostdeutschland, so sehr sie eine eigenständige Berechtigung haben, auch ein Stück Abgrenzungskategorien sind und Narrative damit auch verbunden sind. Und in dem Kontext Ostdeutschland und Rechtsextremismus, dann passt das wieder in die Welt. Und also wir haben in Chemnitz haben wir sicherlich zwei Dinge erlebt. Das eine, dass Ostdeutschland eben stark mit abgrenzend und Rechtsextremismus und da massiv und da richtig reingehen. Und wir haben aber auch diese Skandalisierungswelt der Medien erlebt. Also was wir ja öfters feststellen, wenn ein Ereignis und sozusagen alle Medien drauf, ohne dass man beginnt, die Differenziertheit zu sehen, sondern alle sozusagen in eine Richtung unterwegs. Und was wir festgestellt haben beim Mitteldeutschen Rundfunk, dass wir sehr ausgewogen und sehr klar in den Dingen, die da passiert sind, die keiner rechtfertigen kann, dass wir die dargestellt haben, aber nicht eine ganze Stadt sozusagen kriminalisiert haben. Ich glaube, das war für die Menschen dort wichtig und das müssen Medien leisten. Und da sind wir wieder bei dem Thema guter Journalismus. Tatsächlich rauszuarbeiten, was die Themen, die Probleme, der Kern auch dessen, was da passiert ist, aber trotzdem sozusagen nicht nur eine Stadt oder eine Region sogar in Mithaftung zu nehmen. Und dann, das ist das Problem bei dieser, was ich immer sehe bei der Kategorie in Ostdeutschland, dass das eben so eine, auch eine Abgrenzungskategorie ist. Und so nähern wir uns natürlich schwer dem Thema, dass wir in Deutschland über das Problem Judenhass und Rechtsextremismus, dass wir darüber politisch verantwortlich sprechen müssen, diskutieren müssen und dass wir an die Probleme ran müssen. Und deswegen ist Ostdeutschland sowohl einerseits eine Kategorie, die gerechtfertigt ist, aber die gleichzeitig auch problematisch ist. Wir haben auf der einen Seite also, wir haben eigentlich zwei Diskurse. Wir haben eigentlich einen innerostdeutschen Diskurs, weil man sich verständigen muss, wo kommen wir her, was haben wir, wie sind wir geprägt, wie lange, was für Diktaturerfahrungen haben wir und was hat das mit uns gemacht, die 90er Jahre mit der Treuhand und so weiter und so fort. Und dann haben wir einen zweiten Diskurs, der sich zwischen Ost und West abspielt. Wer seid ihr, was seht ihr von uns und wie sind wir gemeinsam unterwegs und begreifen auch uns als ein Land und nicht immer geteilt in Ost und West. Diese zweite Problematik, dass man also wirklich versuchen muss, auf der einen Seite zu erklären für ein nicht wissendes Publikum und auf der anderen Seite für ein kenntnisreiches ostdeutsches Publikum sozusagen Dinge, die nicht mehr erklären zu müssen, weil die ja selbstverständlich sind. Wie kann man diesen Spagat überhaupt aushalten? Ja? Ist das leistbar oder besteht genau daran auch die Problematik? Geschichten erzählen, glaube ich, wie Weißensee, wie Gundermann oder Erfolgsgeschichten von heute und vielleicht die morgen stattfinden.
und dabei sich und dabei nicht vergessen, dass die 16 Millionen ehemaligen DDR-Bürger einen Transformationsprozess oder einen Transformationsprozess mehr haben als momentan die ganze Welt mit der Digitalisierung und der Globalisierung. Diese 16 Millionen Menschen haben einfach schon mal vor 30 Jahren eine Runde gedreht, muss man sagen. Da kommt übrigens der Ministerpräsident. Wie auf Stichwort. Herr Kretschmer, das ist ja fantastisch. Sie kommen auf Stichwort, als hätten Sie gewartet. Ich begrüße Sie recht herzlich. Nehmen Sie Platz in der Runde. Wir nehmen die Entschuldigung an. Nicole liegt schon da. Ich musste noch auf der, wir haben ja das internationale Verkehrsforum auf der Messe und es ist ein großer, harter Wettbewerb, ob wir das nächstes Jahr wieder kriegen. Es waren irgendwie 30 oder 40 Minister aus der ganzen Welt da und die haben gesagt, wenn Sie kommen, Herr Kretschmer, dann kriegen wir es nächstes Jahr. Da habe ich gesagt, das glaube ich zwar nicht, dass ich den Ausschlag geben würde, aber ich komme gerne. Jetzt bin ich aber bei Ihnen und Sie haben meine gesamte Aufmerksamkeit. Die Entschuldigung nehmen wir jetzt gerade so an. Ja? Also natürlich ist es viel wichtiger, dass Sie jetzt hier sitzen. Und wir haben gerade über ostdeutsche Themenlagen gesprochen. Wir haben darüber geredet, dass es so schwer ist, beides miteinander zu vereinen. Auf der einen Seite den Osten im Westen in Anführungsstrichen zu erklären und auf der anderen Seite den innerostdeutschen Diskurs zu führen. Aber was sind die Themen, die Sie vermissen? Also das Thema Treuhand hat Ihr Kabinettskollege Dulich so aufs Tablett gebracht, soll nochmal aufgearbeitet werden und Jana Hensel hat eben auch noch mal daran erinnert, dass da in den 90er Jahren so starke Verwerfungen stattgefunden haben, dass ein dringendes Bedürfnis in Teilen der Bevölkerung besteht, das nochmal aufzuarbeiten. Ihr ehemaliger Ministerpräsident Kurt Biedenkopf sagt, der Rückschau bringt nichts, nach vorne gucken. Was ist Ihre Position? Du musst schon zurückschauen, schon auch um Fehler zu sehen und auch sich zu erinnern. Und wenn Sie mich fragen würden, was ist Ihre Identität, dann würde ich auch schon sagen, Görlitzer Sachse, Ostdeutscher schon, Deutscher, Europäer. Aber ich weiß nicht, ob dieses, wenn man dann sagt Ostdeutscher, das hat bei mir nichts mit Ostalgie zu tun, sondern etwas damit zu tun, dass ich mit einer Gruppe von Menschen aufgewachsen bin, Dinge erlebt habe, die eben einprägen. Was ich finde, was mir fehlt, ist eine Debatte über das, was wir in den letzten 30 Jahren gemeinsam in diesem wiedervereinigten Land erreicht haben, was uns verbindet, auf das wir stolz sein können oder über das wir uns freuen und was so eine neue Gemeinsamkeit erzielt hat. Wir erinnern uns an das, was vor 89 war, wir erinnern uns an die Schwierigkeiten nach 1989, aber können wir nicht ein bisschen darüber reden, was uns eigentlich Mut machen sollte für die kommenden Jahrzehnte? Das finde ich, da könnte man ein bisschen mehr haben. Das ist klar, das ist Ihr Geschäft, auch Mut zu machen und positiv die Dinge anzusprechen. Das ist aber nicht nur Ihr Geschäft, sondern das ist natürlich auch etwas, was wir schon besprochen haben in der Runde, ob wir zu sehr problematisieren. Und es gibt ja genug Hinweise darauf, dass ostdeutsche Themen, wenn sie dann gesetzt werden, deutlich stärker auf eine negative Konnotierung oftmals ausgehen, als das Positive in den Mittelpunkt zu stellen. Aber Jana Hensel, eine Frage. Ist denn dieses Positivsprech hilfreich, wenn man gleichzeitig damit die vielleicht liegen gebliebenen Probleme nicht so deutlich anspricht? Also das ist ja das Interessante, dass wir es damit so wahnsinnigen Widersprüchen zu tun haben. Wir haben einerseits, wie Frau Wille das völlig richtig sagt, wenn wir die mediale Berichterstattung uns vor 2015 über den Osten angucken, dann wurde eben über die Flut berichtet, über Rechtsextremismus berichtet, über Kindsmörderinnen berichtet, über den NSU berichtet. Ich sage nicht, dass man über diese Dinge nicht berichten soll. Aber wir haben sozusagen, die überregionalen Journalisten sind sozusagen gleichsam eingefallen in die ostdeutschen Provinzen, wenn dort was passiert war. Wir haben die Realität als Ganze vergessen abzubilden. Und auf der anderen Seite würde ich Herrn Kretschmer widersprechen und sagen, zu den Feiertagen haben wir ausschließlich über Erfolge gesprochen. Das heißt, wir haben diese völlig widersprüchliche Realität und auch die Komplexität ostdeutscher Nachwenderealität eben nicht besprochen. Ich bin froh, dass wir anfangen, auch im Blick auf 30 Jahre Mauerfall nicht mehr sozusagen eine Wiedervereinigungsgeschichte nur von Erfolgen zu erzählen, weil die ostdeutsche Nachwendeerfahrung ist eine der Widersprüche. Es ist eine
Es ist sozusagen die Erfahrung von Glück und Unglück. Es ist die Erfahrung von Erfolgen und Niederlagen. Durch jede ostdeutsche Biografie ziehen sich diese widersprüchlichen Erzählungen. Es ist diese große Emanzipationserfahrung von 89, die Erringung der Freiheitsrechte, der bürgerlichen Rechte durch die Revolution von 89, und es ist die gesamtgesellschaftliche Erfahrung der 90er Jahre, dass der soziale Boden unter einem weggebrochen ist. Und ich glaube, in Nea, zu jeder ostdeutschen Seele, findet sozusagen permanent dieses Zwiegespräch statt. Was war Erfolg? Was war Niederlage? Was ist gelungen? Was ist nicht gelungen? In dieser Komplexität gilt es, die Dinge abzubilden. Ich finde übrigens, dass die frühen 90er noch gar nicht so richtig aufgearbeitet sind. Clemens Mayer hat das mit seinem Buch ganz toll gemacht, das ja auch verfilmt wurde. Wenn man sich anschaut, das war ja eine Zeit, haben viele noch mit Film fotografiert, und da sind so viele Millionen Bilder überhaupt nicht digitalisiert. Ja? Das sind Fotoschätze, die da noch irgendwo schlummern. Ja, das war die Zeit, da waren wir 16, 17, die Eltern hatten mit sich zu tun, und wir waren in der Pubertät, also eine Zeit, wo du deine Eltern brauchst, und es ist trotzdem was aus ihnen geworden. Ja, Gott sei Dank. Aber das ist eigentlich eine spannende Zeit, ich finde, die gilt es eigentlich nochmal richtig mit einem gewissen, mit einer fröhlichen Neugier zu beleuchten. Mhm. Von Professor Wille, ist da was liegen geblieben, und ist das ein spannender Stoff, aus dem sich auch Fiktionales neu erzählen lässt? Also auch Fiktionales, aber ganz viel Dokumentarisches. Genau, also wir haben es nicht geschafft, die Tiefe dieser Transformationszeit und die Komplexität dieser Transformationszeit zu reflektieren bisher. Und ich finde, wir sollten das unbedingt tun, weil das haben wir ja gerade gehört, wir sind wieder in solchen Transformationszeiten. Ja. Und deswegen müssen wir rausarbeiten, wie kann Transformation gelingen, und was gehört aber auch dazu. Und wir haben zwei Beispiele nur in unserem Programm, weil wir sehr, sehr tief in diese Zeit nochmal einsteigen gerade. Wir haben beispielsweise Dokumentation Geschichte der Kali-Kumpel von Bischofferode. Mhm. Mit den Menschen vor Ort dann diese Dokumentation gemeinsam unsere Programmmacher erlebt. So viel Emotionalität, so viel Bedürfnis darüber zu sprechen, was man erlebt hat, was man verloren hat. Und wenn es uns dann gelingt, den Blick nach vorn zu kriegen, was man auch gewinnt und was man für eine Chance auch hat, das in dieser Widersprüchlichkeit rauszuarbeiten, ich glaube, dass die Menschen das auch nochmal brauchen. Das ist so ein Stück Verarbeitung. Ich weiß, es ist diese Sprachen von Seele, das hat irgendwie jeder ein Stück, der diese Zeit dabei war. Oder ja, eine Dokumentation zu dem Schloss Reinhardsbrunn, Friedrichsruder, ich warte dort bei. So viel Emotionalität im Raum, Menschen, die sich für dieses Schloss und den Verfall aufhalten wollen und sich einbringen wollen. Und diese Geschichten mit den Menschen zu erzählen, nicht nur fiktional, sondern in ihrer Realität, sie aufzuzeigen. Und ich glaube, da haben wir nochmal eine richtige Verantwortung, das aufzuarbeiten. Und nicht nur eben, um den Menschen das Gefühl zu geben, wir sprechen da mal drüber und wir lernen da draußen, was heißt das, und es tut mir auch mal gut, nochmal drüber zu sprechen, sondern wie bewältigen wir Transformation? Und wir haben die nächste große, wir haben den Strukturwandel vor uns, Braunkohleregion. Lernen, was wir gelernt haben, und darüber zu sprechen. Und insofern finde ich, sind das die spannendsten Jahre überhaupt. Entschuldigung, Robert Schneider hatte sich gemeldet, und dann können Sie gleich mit... Ich wollte nach den Kali-Kumpeln noch Club und Technokultur ergänzen. Okay, gut. Danke. In den Räumen haben wir früher getanzt. Wir sind ja hier auch. Aber Herr Kretschmer. Ja, muss nur aufpassen, ne, dass das Spiel nicht so läuft. Wir erinnern uns, wir sind alle traurig dabei. Der eine oder andere Jugendliche denkt, auch Mensch, das Leben in der DDR, vielleicht wäre das ja sogar besser gewesen. Wir sind mit uns beschäftigt. Und die Chinesen, die bauen Alibaba, die... Israelis versuchen, den Krebs zu heilen, die Amerikaner, gut, schwierig, und wir sanieren die Gorch Fock, denkmalgerecht. Also ich meine, das ist ein bisschen das Problem Deutschland im Jahr 2019, wo man sagt, legt den Vorwärtsgang ein, erinnert euch an das, was dieses Land mal stark gemacht hat, und geht nach vorn. Und das muss man eigentlich aus dem Osten in besonderer Weise heraus tun. Ja? Hier sind so viele Dinge möglich. Wir sind jetzt gerade in Leipzig. Was ist hier alles entstanden? Vor 10 Jahren waren wir noch in Sorge. Jetzt wächst diese Stadt und hat wirklich die Chance, zu einem richtigen Ort zu werden, der nicht nur
Mitteldeutschland, Sachsen oder die neuen Länder nach vorn zieht, sondern der Deutschland nach vorn zieht. Und das muss man machen. Das ist alles ein bisschen so selbstreferenziell und traurig. Das ärgert mich, weil es eigentlich eine wirkliche Erfolgsgeschichte ist, vor allen Dingen für die junge Generation. Die dunklen Jahre, würde ich auch sagen, 1990er Jahre habe ich auch so empfunden, dunkle Jahre, Arbeitslosigkeit, die Häuser wirklich auch noch dunkel, Extremismus in vielen Fällen und danach dieser Aufbruch, und das ist das, was uns jetzt Mut machen muss. Aber man braucht natürlich in irgendeiner Form eine Art von Erklärung für die Dinge, die uns heute umtreibt. Frau Professor Wille, ist das möglich, medial die Diskurse so zu führen, dass es beides geht, dass man ein Erklärungsmodell auch bringt und trotzdem den von Herrn Kretschmer ja vielleicht auch zu Recht eingeforderten Optimismus da nicht untergehen lässt? Ja? Also, ich bin ja überzeugt, dass wir beides tun müssen. Und ehrlich gesagt, die 90er Jahre sind ja auch nicht nur eine dunkle Zeit. Das ist ja eine totale Erfahrungszeit, und da sind Erfolgsgeschichten geschrieben worden und da sind tolle Unternehmen entstanden, da haben Frauen Perspektiven entwickelt, wo ich kann nur sagen, toll. Und das stärker rüberzubringen, ich finde einfach, wir sollten stolz sein, was mit diesem strukturellen Wandel trotzdem auch entstanden ist, und wir sollten es schaffen, nicht gegen etwas, sondern wir für, und wenn das Bild des Ostens muss eigentlich, und das würde ich mir wünschen, dass das Bild sein, das Avantgarde, wir sind diejenigen, die strukturellen Wandel bewältigt haben, wir müssen es schon wieder tun, aber man muss diese Geschichten, die zu dieser Zeit gehören, auch erzählen. Sie gehören dazu, und ich glaube, das ist das, was wir mitleisten müssen, deswegen müssen wir beides tun. Herr Kretschmer, ich habe eine Geschichte, die mir Bodo Ramelow erzählt hat, ich hoffe, ich gebe sie richtig wieder. Da gab es, ich glaube, im Bundesrat oder eine Strukturreform-Diskussion. Die A-Länder und die B-Länder haben auf einem Flur in unterschiedlichen Räumen miteinander diskutiert, und irgendwann ging eine Tür auf, weil in der Runde, in der Bodo Ramelow saß, offensichtlich keine Übereinstimmung und Zustimmung zu den ostdeutschen Problemlagen erreicht werden konnte, und er ist wutentbrannt auf den Flur rausgelaufen. Kurze Zeit später auf der anderen Seite knallte auch eine Tür. Auch da auf der schwarzen Seite stand jemand vor der Tür, das war Rainer Haseloff. Und beide haben sich angeguckt und haben gesagt, jetzt stehen wir hier und ist das vielleicht das ostdeutsche Problem, und lassen Sie uns da teilhaben an dem politischen Diskurs, weil wir reden immer über Medien, aber das werden Sie in Ihrer eigenen Partei zum Beispiel ja auch reflektieren. Wenn man auf dem CDU-Bundesparteitag sitzt, dann sind die ostdeutschen Abgeordneten deutlich in der Minderheit. Ja, ich weiß nicht, welche Selbsterfahrung diese beiden Herren so machen, aus welchen Rollen die rausrennen oder nicht. Aber meine Erfahrung ist, dass Fuße ausstampfen bringt wenig, sondern man muss, auch das gehört zur Demokratie dazu, gerade dann, wenn man kleiner ist, in Sachsen 4 Millionen bei 80 Millionen, muss man Verbündete suchen, man muss gute Ideen haben und man muss überzeugen. Und das ist uns in den letzten Jahren in Sachsen sehr oft gelungen. Und hat jetzt, glaube ich, auch wieder bei dieser Kohlekommission Strukturwandel auch wieder funktioniert. Wir haben schon die wesentlichen Punkte jetzt erst einmal heute beschlossen bekommen. Jetzt muss es weitergehen. Das ist eine riesige Chance für Mitteldeutschland und für die Lausitz, hier einen Entwicklungsschub zu nehmen. Und das ist Demokratie, aber ehrlich gesagt, das ist auch das, was wir schon gelernt haben. Und es wird nicht immer erfolgreich sein, aber ich bin nicht unzufrieden. Aber bei dem Thema Rente, bei dem Thema Löhne und Gehälter und so weiter und so fort, wo es tatsächlich faktische Unterschiede zwischen Ost und West gibt und es sicherlich heute besser wäre, sie wären schon längst behoben, als dass es noch weiter dauert. Da haben Sie, führen Sie ja ähnlichen Diskurs in Ihrer eigenen Partei, weil die Mehrheitsverhältnisse nun mal so sind, wie sie sind. So ähnlich wie wir, da waren Sie nicht da, wir diskutiert haben, wie es personell in den Redaktionen verteilt ist. Das sind halt eine Mehrheitsgesellschaft West mit eigenen Problemen und der Sichtweise auf ihre eigene Thematik und dann ein vielleicht mangelndes Verständnis für die ostdeutschen Problemlagen. Stichwort Rente, haben Sie es ja selber auch gerade erlebt. Weiß ich nicht. Also beim Thema Journalismus würde ich eher sagen, es ist eine Frage von Stadt und Land. Diejenigen, die über den ländlichen Raum berichten, wohnen in aller Regel in den großen Städten, und haben so eine eigenartige Außensicht und treffen selten wirklich die Stimmung und das Lebensgefühl der Leute. Das ist etwas, was mir schon häufiger auffällt, das ist aber keine Ost-West-Frage. Und ansonsten würde ich es nicht so verallgemeinern. Wir haben in vielen Fällen nicht mehr die Frage von Ost und West, sondern von Regionen, die die Chance haben,
Wachstum hinzubekommen. Und da gehört sicherlich Sachsen und Thüringen eher in die Kategorie Bayern, Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Das ist eine andere Kategorie. Und das wird sich auch auf Dauer so rausstellen, bin ich mir ganz sicher. Jana Hensel rault mit den Augen, weil wenn das kein Augenrollen war, dann stelle ich einfach eine Frage, weil wie raunt man denn mit Augen? Gerollt. Können Sie das? Ja. Nein, aber es ist auf alle Fälle ja etwas, was man schon ansprechen muss, wenn man sagt, der Journalismus ist kein Thema Ost-West. Okay, haben wir jetzt, das nehmen wir mal so. Aber das Ansprechen von Problemen und das Beschreiben von Wirklichkeiten, und das ist ja die Überschrift Verkannter Osten, ostdeutsche Realitäten und Diskurse in den Medien. Ist das, was Michael Kretschmer sagt, zutreffend? Na, ich finde das ganz interessant, was Sie sagen, weil wir haben es da mit diesem Problem zu tun, dass wir eben, wenn wir den Osten am Westen messen, stellen wir fest, er ist ein defizitärer Raum. Er liegt im Wirtschaftswachstum zurück. Die Ostdeutschen konnten diese Vermögensbildung nicht nachholen, diese westdeutsche Gesellschaft in den Jahren des Wohlstands. Der Wohlstandsexplosion, wir haben niedrigere Renten und so weiter. Wir sind sozusagen, wenn wir auf den Westen schauen, natürlich bleiben wir äußerlich ein defizitärer Raum. Und für einen Politiker wie Herrn Kretschmer ist es natürlich eine tagtägliche Herausforderung, sich nicht immer aus diesem Defizitären herauszusprechen. Aber letztlich sind wir da, und Herr Kretschmer, ich komme Ihnen da jetzt entgegen, keine Angst. Im Prinzip habe ich das als Journalistin auch zu tun, und Frau Wille hat es auch zu tun. Wenn wir sozusagen die ostdeutsche Erfahrung, den ostdeutschen Erfahrungsraum uns vornehmen, in die Mitte zu stellen und sie nicht immer aus einer westdeutschen Realität abzuleiten, dann müssen wir anders sprechen. Dann müssen wir anders sprechen und dann müssen wir mit anderen Erzählungen arbeiten, mit anderen Kategorien arbeiten. Und da ist sozusagen, da sind wir Journalisten ganz ähnlich gefragt wie Politiker. Wir brauchen im Prinzip eine andere Erzählung. Robert Schneider, was könnte das für eine andere Erzählung sein? Ja, wichtig ist rausgehen. Und da sollte nicht gespart werden. Einmal vielleicht die B2 langfahren, wirklich vom Erzgebirge bis über Berlin bis hoch durch den Tiergartentunnel bis hoch zur Ostsee und einen Roadmovie schreiben. Keine Ahnung. Also ich habe jetzt, ja? Vielleicht bleibt man einfach, muss er nur bei der Realität bleiben. Man kann mit dem anfangen, doch. Weiß ich ja, das habe ich nicht bezweifelt. Also man kann da anfangen, was wir heute besser haben als 1988, 89. Und da gilt, wir haben einen Lebenszuwachs von 7 Jahren. Leute leben 7 Jahre länger als noch im Jahr 1989. Was für eine geniale Geschichte. Wir haben einen Wohlstandszuwachs, wir können reisen, alle möglichen Dinge. So, okay, das ist jetzt irgendwie akzeptiert. Jetzt vergleichen wir mal Ost und West und fragen uns, was haben wir da? Wir haben eine super Infrastruktur, was Kindergärten und Schulen angeht. Wir haben eine höhere Gleichberechtigung und die Möglichkeit für Frauen und Männer, beruflich tätig zu sein und Familie unter einen Hut zu kriegen, weil es hier Kindergärten und alles gibt. Wir haben hier Grundstückspreise, wo sich jeder noch was leisten kann. Wir haben eine Verkehrsinfrastruktur, die nicht überlastet ist und überall zusammenbricht. Wir stehen nicht alle, wenn wir auf Arbeit fahren, im Stau. Wir haben die modernsten Hochschulen, wir haben die modernsten Krankenhäuser und. So, und jetzt mag sein, dass in einigen Bereichen, weil wir keine Konzernzentralen haben, wir noch nicht die Löhne haben und nicht das Arbeitsplatzangebot, wie es das in München oder in Frankfurt gibt. Das stimmt, und das werden wir auch nicht von denen rüberbekommen, sondern das müssen wir uns selber schaffen. Und dann schauen wir uns jetzt mal an, was haben wir an Unternehmen, die das Potenzial dazu haben, in den nächsten 5 bis 10 Jahren auf dieses Niveau zu kommen. Da würde ich mal sagen, gibt es eine ganze Menge. Ob wir eine deutsche Bank kreieren werden, weiß ich nicht. Ob das so erstrebenswert ist, nochmal eine andere Frage. Aber dass es Tech-Unternehmen gibt, die hier durchstarten werden in den nächsten Jahren, das ist doch ohne Zweifel so. Und das ist die Geschichte, die ich meine. Das ist übrigens auch die Frage ländlicher Raum. Wie sehe ich das im Vergleich zu den großen Städten? Das kann man alles sehen. Das ist, da gibt es ja so wenig. Aber auf der anderen Seite gibt es da Natur, Platz, auch Sicherheit.
gesellschaftlichen Zusammenhalt und so die Dinge darzustellen. Ich habe bei unserem letzten Streitgespräch mit Frau Wille, gab es gerade eine Sendung beim MDR, irgendwie verlorene Räume über den ländlichen Raum und Dörfer. Und dann habe ich ihr präsentiert, irgendwie ein Projekt junger Journalisten aus Ostfriesland, glaube ich, die dargestellt haben, wunderbare Zeit in meiner ostfriesischen Heimat. Und das ist der, du kannst es so sehen, du kannst es so sehen. Das stimmt. Und ich habe mal 3 Jahre in Essen gewohnt und war neulich in Bingen. Also das kann sich kein Mensch vorstellen. Als mich meine Eltern besucht hatten, hier sieht es ja aus wie im Osten. Das war das Ruhrgebiet. Da muss ich sagen, ist Leipzig echt schöner mittlerweile. Ja, aber es geht doch nicht darum, permanente Dinge gegeneinander auszuspielen. Aber es ist doch toll, dass er so positiv ist. Es geht doch nicht permanent darum, das eine gegen das andere auszuspielen. Genau. Sozusagen, sie sollen doch über Erfolge sprechen, unbedingt. Aber sozusagen, betten Sie sie doch ein in, sozusagen in eine reale Erzählung. Und zu dieser Erzählung gehört unbedingt, dass Ostfrauen eine Erfolgsgeschichte darstellen. Zu der Geschichte gehört, dass Ostfrauen, also Frauen, dass es mehr Ostfrauen in Führungspositionen schaffen als westdeutsche Frauen. Aber wir müssen dazu auch sagen, das Ganze findet im Promillebereich statt. Ja, es gibt eine unglaublich tolle Infrastruktur für Kindergärten und so weiter, also sozusagen Work-Life-Balance. Aber dazu gehört auch, dass wir auf einen Raum schauen, wo in drei Jahrzehnte lang junge Leute massenweise abgewandert sind. Auch das prägt die Realität in diesem Raum. Also sozusagen Komplexität, darum geht es mir als Journalistin. Frau Professor Wille, wenn wir uns jetzt auf das Jubiläum zum 30. Jahrestag der Friedlichen Revolution und im nächsten Jahr 30 Jahre Deutsche Einheit zu bewegen, was gibt es im MDR für Projekte? Wie gehen Sie mit diesen Jahrestagen um? Jahrestage sind immer so schwierig zu gestalten, wenn wir uns aber an Realitäten orientieren und an dem, was wir heute auf dem Podium auch besprochen haben, und da würde ich auch jetzt auch die Schlussrunde einläuten, darüber zu sprechen, wie sich so ein Diskurs über Ostdeutschland in den Medien auch mit Blick auf 30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit verändern kann. Wie geht der MDR da vor? Was planen Sie? Was haben Sie vor? Ja, es ist eine Chance. Ich weiß, Jahrestage und solche Feierlichkeiten haben auch immer was Formales, aber es ist auch eine Chance für die Medien, finde ich. Und die Chance sollten wir gemeinsam nutzen, nicht nur der Mitteldeutsche Rundfunk, aber wir sind dort besonders in der Verantwortung, weil es gibt so einen wunderbaren Satz von unserem Bundespräsidenten, den er am 3. Oktober gesagt hat, die ostdeutschen Geschichten sollten fest zu unserem bundesdeutschen Wir gehören. Die ostdeutschen Geschichten sollten fest zu unserem bundesdeutschen Wir gehören, und das tun sie noch nicht. Und das müssen wir schaffen. Wir müssen gemeinsam die Geschichten erzählen. Und wir haben für nächstes Jahr so Leitgedanken, Gemeinschaft. Gemeinschaft. Gemeinschaft ist ein Thema, was, glaube ich, uns alle bewegt. Und wir werden interessante im dokumentarischen Bereich genauso wie natürlich im fiktionalen Bereich, will ich jetzt nicht verraten, aber dass wir uns dem Thema Gemeinschaft stellen, ist, glaube ich, der Grundgedanke. Und ich glaube, was wir ganz viel brauchen, ist das Gespräch mit den Menschen. Und stolz sein zu können, zu reflektieren, was man geschafft hat, darüber erzählen zu können und das bundesweit zu reflektieren. Ich glaube, das ist was wir leisten können, was wir auch leisten müssen. Und dass das dieses positive Lebensgefühl dazugehört zu diesen vielen Geschichten, die hier erzählt werden, und wir gleichwohl nicht vergessen, dass die Lebenswirklichkeit komplex ist und eben es unsere Aufgabe als Journalisten ist, Lebenswirklichkeit in ihrer Differenziertheit tatsächlich darzustellen. Jana Hensel, was glauben Sie, was in diesem großen Jubiläumsjahr an Diskursen stattfindet oder stattfinden sollte? Na, wir haben es ja in diesem Jahr zum ersten Mal, haben wir eine Realität, in dem wir nicht, also indem wir sozusagen 30 Jahre Mauerfall medial abbilden müssen, wo wir nicht auf dieses Jubiläum starren und vorher 5 Jahre lang nicht über den Osten gesprochen haben. So war es ja im Prinzip bisher, wenn 20 Jahre Mauerfall, erinnere ich mich noch gut dran, dann wurde der Osten sozusagen aus der Kiste geholt und man sprach über den Osten. Jetzt kommen wir sozusagen aus einer unglaublich ereignisdichten Zeit, die sich
die sich auch im Prinzip, also wir haben die Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen, also wir kommen im Prinzip aus einer großen Dichte von gerade stattfindenden Erfahrungen. Und deswegen wird, glaube ich, dieses 30 Jahre Mauerfall nicht mehr so eigenartig museal uns erscheinen, wie in den Jahren zuvor. Und es wird hoffentlich auch nicht mehr so, ja, eben dieses, also ich glaube auch, ich habe letztes Jahr einen Text geschrieben, schafft den 3. Oktober ab. Unglaublich viele Leser, also unglaublich viele Leser, weil ich diese Einheitsfeierlichkeiten nicht mehr ertragen konnte. Die hatten mit der Realität nichts zu tun. Und ich glaube, in diesem Jahr wird es anders sein. Wir werden differenzierter, vielstimmiger, widersprüchlicher und insofern sozusagen realistischer über diesen 30. Jahrestag des Mauerfalls berichten und lesen werden, bin ich mir ziemlich sicher. Robert Schneider? Ich glaube auch, das wird in diesem Jahr, da stimme ich meinen beiden Vorrednerinnen überein, ein sehr warmes, emotionales Ereignis. Was für Chancen liegen da drin? Gibt es so einen Titel wie Fokus jetzt, 70 Jahre Grundgesetz, die großen Geheimnisse der Bundesrepublik? Gibt es dann irgendwie 30 Jahre deutsche Einheit oder sowas? Ich habe mit dem Andreas Mühe, dem Fotografen, ein Buch geplant, aber wir haben es jetzt schon verrockt und jetzt machen wir das zu 30 Jahren Einheit. Und was für ein Buch? Verrate ich noch nicht. Okay. Das sind die großen Geheimnisse. Herr Kretschmer, sehen Sie da auch eine Chance darin? Wir blicken auf die Landtagswahlen in Ostdeutschland natürlich, jetzt auf die Europawahlen sowieso jetzt am Wochenende. Aber wie auch immer diese Wahlen ausgehen, dieser Diskurs, der hier eingefordert wird, auch mit Blick auf dieses 30-jährige Jubiläum, der ist notwendig. Und was erhoffen Sie sich davon? Wie gesagt, ich würde mich darüber freuen, wenn wir darüber sprechen würden, was wir gemeinsam erreicht haben. Und ich ein bisschen warne davor, dass es irgendwie so einen neurotischen Touch bekommt. Also wir leben in einer Zeit, wo die MDR-Intendantin Ostdeutsche ist, wo alle Ministerpräsidenten in den neuen Bundesländern bis auf einen aus den neuen Ländern kommen und der andere ist quasi schon sozialisiert. Die Bundeskanzlerin kommt aus dem Osten, der Bundespräsident vor kurzem, der Fraunhofer-Präsident kommt aus dem Osten und ich könnte die Aufzählung fortsetzen. Nee, wir haben die Bundesdingsbumsministerin, Familienministerin und es gibt unglaublich viele Leute, die mittlerweile ihren Weg gemacht haben. Und Andrea Nahles ist jetzt nicht unbedingt eine Ostdeutsche, aber trotzdem eine tolle Frau. Und jetzt, muss ja nicht alles gut finden, was sie macht, aber sie ist ja einen Weg gegangen und jetzt bis dahin geschafft, wo sie jetzt ist und versucht, den Laden zusammenzuhalten. Und jetzt muss man mal immer sagen, haben wir wirklich in den vergangenen 30 Jahren zu wenig über die neuen Bundesländer gesprochen und mit was setzen wir das ins Verhältnis? Was sollen eigentlich die Leute sagen, die aus der alten Bundesrepublik kommen? Haben die nicht mittlerweile das Gefühl, die spinnen alle ein bisschen. Wir haben die letzten 30 Jahre nichts anderes gemacht als Aufbau Ost, neue Bundesländer, wie das hier den Leuten im Osten ging. Das war auch notwendig, weil es die größte Aufgabe war. Aber können wir jetzt nicht langsam mal zu dem Moment kommen, gerade auch die Jüngeren, lasst uns darüber reden, was uns verbindet, was wir gemeinsam in der Zukunft erreichen sollen. Wie wollen wir dieses Land aufstellen? Wo kommt unser Wohlstand her? Wie wollen wir zusammen leben? Wie wollen wir meinetwegen die Herausforderungen, Klimaschutz und andere Sachen gemeinsam machen? Das ist das, was ich mir wünschen würde. Und danach haben Sie auch gefragt. Okay, und damit haben Sie sich ganz schnell noch reingemogelt in die erste halbe Stunde, die Sie nicht da waren, und haben dort jetzt die Möglichkeit gehabt, nochmal das zu sagen, was wir schon diskutiert hatten, und Ihren Anteil daran auch nochmal mit eingebracht. Das ist sehr schön. So haben wir jetzt hier, glaube ich, eine runde Stunde gehabt, in der wir uns über dieses Thema auseinandergesetzt haben. Es ist garantiert so, dass wahrscheinlich in jedem Jahr wieder neu darüber zu diskutieren ist, wie wir uns mit dem Thema beschäftigen. Und es wird auch wahrscheinlich im nächsten Jahr hier bei den Medientagen Mitteldeutschland wieder so sein, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen, weil da dreht sich in diesem einen spannenden Jahr so viel, dass ich hoffe, liebe Zuschauer, liebe Gäste, dass wir uns in einem Jahr hier wiedersehen und uns in anderer Weise über dieses Thema unterhalten und dann hoffentlich mit mehr
differenzierten Themen aus dem Osten, mit mehr facettenreichen Themen, mit positiven Themen, genauso wie mit analytisch investigativem. Und das insgesamt, glaube ich, trägt dazu bei, dass man zwischen Ost und West mehr Verständnis hat und dass dann auch diese Ausdifferenzierung vielleicht gar nicht mehr so notwendig sein wird, sondern dass das in erster Linie wichtig ist, dass man Verständnis füreinander hat in dieser Unterschiedlichkeit und sich da auch akzeptiert. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch, Ihnen hier oben auf dem Podium und Ihnen fürs Zuhören. Machen Sie es gut und kommen Sie gut nach Hause.